rausfische und esse. Ja, Mensch, dann soll der Onkel jetzt auch noch kommen. Jetzt komm, oder habe ich sie alle? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Boah, dieser Sound, ey, echt. Boah, Gänsehaut. Jetzt mach. Man sieht langsam im Hintergrund die Lianen wachsen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man zu lange braucht. Na komm. Wir haben jetzt nochmal zwei Fisch. So. Solange die braten, gehen wir halt nochmal fischen. Und wenn die durch sind, dann hören wir auch auf. Wenn jetzt noch einer anbeißt, dann habe ich nochmal was zu braten. Dann kann ich nochmal versuchen zu fischen. Ansonsten nicht, wenn ich jetzt zu lange warten muss. Ich zähle jetzt mal runter von 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0, ha, wusste ich doch nochmal. Oh, warte, den schmeißen wir gleich da. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Ha, Genius. Nein, nein, was tue ich hier? Oh Gott. So. Habe ich einen gebratenen Fisch gefangen? Oder war der noch? Naja. Ach, jetzt braten die, oder? Ja. Ja, einfach mal einen gebratenen Fisch gefangen. Ganz normal. Aber wahrscheinlich Kannibalenfische, die haben den schon vorbereitet. So, jetzt aber hier, komm. Sind schon fertig. 3, 2. Na, siehst du, der hört doch. So, ja, dann. Naja, komm. 5 Sekunden lang, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So, dann haben wir jetzt erstmal 4 Fische. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. Und ich hoffe, wir finden jetzt mal auf die Schnelle was. Wir nehmen ja auch schon eine Zeit lang auf. Ich werde einfach mal schauen. Das ist, sobald man Holz hat, geht's ab. Dann macht's Spaß. Finde ich, weil dann hat man auch das Survival-Feeling. Wenn man kein Holz hat, hat man ja dieses, oh Gott, ich gehe drauf-Feeling, weißt du? Und so hat man deswegen Survival-Feeling. Weil man wirklich jetzt sich nicht ständig auf Holz konzentrieren muss, weil das ist ja auch scheiße. Sondern man kann sich wirklich aufs Survival konzentrieren. Und hoffen, dass man irgendwas findet. Und so. Was auch mal cool wäre, wenn man was finden würde. Aber ich muss sagen, es hat sich jetzt durch das Holz besser entwickelt, als ich mir das vorgestellt habe. Ich war ja am Anfang skeptisch, ob das was wird hier mit dem Netzinfekt, aber mir gefällt's momentan noch. Naja. Sieht so aus, als ob wir hier auf einer Insel sind. Jetzt kann man sich's auch mal leisten zu rennen. Oh, hier war wohl ein Spawner. Jetzt kann man sich halt einfach leisten zu rennen, weil man halt auch noch Essen hat. Oh, da sind welche, die ich noch nicht kannte. Die ich noch nicht gekloppt habe. Eigentlich alle. Also, beziehungsweise die habe ich schon gekloppt, aber nicht so oft. Uah. Okay, also man sieht einfach hier in anderen. Uah. Landschaften sind auch andere Gebiete. Nein, in anderen Landschaften sind auch andere Zombies. Ist gut zu wissen. Hallo. So, was hat der? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Ach so, ach, die haben Fäden. Okay, einfach ein bisschen sammeln. Warte mal. Bevor ich das jetzt mache, mache ich mir mehr Schwerter. Bevor hier jetzt alles kaputt geht. Mann, mein Dings ist ganz schön unaufgeräumt. So, die legen wir jetzt mal hier hinten hin, beziehungsweise noch eins rüber. Und dann. Komm, machen wir uns einfach mal 3 Schwerter, wir haben es doch. So, also 3, 1, 2, 3. So, so und so, und dann geht das Zeug auch nicht kaputt. Also, geht schon kaputt, aber ich habe halt Ersatz. Und dann können wir gleich Zombie schnetzeln. Auf in den Kampf. Und noch viel weiter. Und so. Oder doch, die kenne ich. Oder? 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 Ah, nee. Die sehen aus wie Templer. Wow. Nee, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Glaube ich. Aha, wieder Knochen, okay. Was hier da hinten? Hallo. Nein, ich fange jetzt nicht mit rein an.
So, komm. Komm. Au. Was hat. Achso, Feuersteine wieder. Okay, ist ja auch nicht so schlecht. Obwohl, wir brauchen Feuersteine. Ach, vielleicht für die Pistole. Gibt die Pistole denn jetzt? Die hat. Hab ich hier letztes Mal nicht gefunden. Entweder weil das ein Bug war oder. Weil ich zu dumm war. Nee, ich find's wieder nicht. Oder durch das Texturenpack. Aber nee, warum soll die das beeindrucken? Beeinflussen. Ich finde sie nicht. Also das hier ist der Bogen, den man ja auch aus Apokalyptiker Story kennt. Nur halt hier als Shotgun. Aber die Knarre sehe ich nirgends. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Das ist. Ach so, das ist ein Dorf. Oh, ich dachte, es wären Ruinen. Ach, schade. Aber okay, vielleicht finden wir da schon was Schönes. Entschuldigung für die schwule Geste eben. So. Oh, was war das? Ach so. Ach, ah, ich habe Eisenbarren. Och, Mensch, sieh an. Ich habe Eisenbarren. Ist das cool? Da kommen wir uns doch. Bessere Werk. Oh, noch mehr. Komm, dann verlieren die Eisenbarren. Dann kloppe ich die da hinten auch noch. Gib mir Eisenbarren. Gib mir all your Eisenbarren. Wo ist der eine hin? Die sind hier überall. Oh Gott, ich sehe schon Eisenbarren regnen. Komm, Puffs Maul und dann gib mir Eisenbarren. Ach, der ist doch runtergefallen. Na gut. Oh, ich sterbe gleich. Ich muss aufpassen. Am besten kurz mal regenerieren lassen. Ist hier zufällig irgendein Erz, das ich abbauen kann? Vielleicht so in der Zeit, wo er sich regeneriert. Nein, dann baue ich halt Stein ab. Besser als nichts. Ich meine, Stein kann man immer gebrauchen und so. Bevor ich jetzt hier gar nichts mache, wenn ich mich regeneriere, baue ich halt Stein ab. So. Baue ab die Scheiße. Ich höre irgendwas platschen. So, ja, gleich bin ich regeneriert. Dann kann es ja losgehen. So, wo sind die Bitches? Oh, es wird schon wieder dunkel. Okay, ich habe jetzt ein kleines Versteck. Obwohl. Autsch, das war ein Fehler. Obwohl, nachher brechen die Zombies da ein. Können die Zombies auf Leitern klettern? Ja, ne? Ah, wir schauen gleich mal. Aber jedenfalls. Besseres Versteck als nichts. Gut, komm her. Ja, ich weiß, der Sonnenuntergang ist schön. Aber ich bin schöner, guck mich an. So. Ja, wir rennen jetzt einfach mal ins Dorf. Wir rennen ins Dorf so. Wir schwimmen ins Dorf und tauchen wieder auf und versuchen dann dran zu kommen. Und wir rennen ins Dorf mit Laternen. Ist das schön? Es ist doch so ein NPC-Dorf, ne? Sieht mit dem Texturepack immer ein bisschen anders aus. Aber ja, ist es. Ich wusste nur nicht, dass sie Laternen haben. Fliegende Laternen. Und fliegende Balkons. Obwohl, Balkon würde ja passen. Oh, es ruckelt. Warum? Okay, einfach mal hier in die Häuser gucken. Hier ist nichts. Ich meine, hier kann ich auch Holz hernehmen, obwohl das. Mit Gasmaske. Das ist ein bisschen Style, ey. Ja, ich würde gerne in das Haus rein, aber es geht nicht, weil die Tür oben ist. Das war so ein richtig schlauer Architekt. Wer Nine-Gag kennt, kann sich jetzt gerne mal diesen Genius Smiley vorstellen. So, hast du. Nein, er hat gar nichts. Okay. Gut, da ist nichts. Hier mal gucken. Auch nichts. Ich meine, es kann immer sein, dass man hier was Gutes drin findet. Styler! Okay. Ah, schön. Also hier wäre man sicher, theoretisch, wenn man die Leitern einfach mal abbaut. Aber hier ist auch nichts drin. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich ihn ein bisschen erschreckt. Okay, da ist ein Zombie, macht nichts. Ich muss hier so schnell jetzt was suchen, bis ich was gefunden habe. Ah, das wäre an sich. Ah ne, jetzt ist nicht sicher. Aber wenn ich das davor baue. Jetzt. Dann baue ich euch halt zu. So. Lieber ihr als ich. Ihr werdet alle sterben. So. Ach so, hier ist ja gar nichts mehr dann. Aber hier würden keine Zombies theoretisch hinkommen, weil er ja ein Zaun ist. Und den Block konnte ich ja wegmachen. Aber okay, wir gehen jetzt mal weiter. Ist da vielleicht irgendwas? Ich wüsste aber auch nicht, ob ich da schlafen kann mit dem Krach. Wenn ich ein Bett hätte.
Ja, was geht? Ach, hier war ich schon. Okay, hier in das Haus. Komm. Auch war da wieder so ein toller Architekt hier. Das. Oh Gott. Das Haus wurde echt von hochintelligenten Leuten gebaut. Auch nichts drin. Mein Gott. Ich brauche meinen Sonnenblock. So. Das sind richtige Intelligenzbestien hier. Muss ich schon sagen. Den Kies. Auch nichts. Mein Gott. Seid ihr alle bescheuert? Aber da ist Weizen. Das baue ich auf jeden Fall ab. Jawohl. Schön, 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 schön. Dann können wir auf jeden Fall Brot machen. Und das ist schon mal was. Mein Gott, geht mir das Dings auf den Sack. Hier, jetzt stirb. Danke. So. Wow, 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 mach keinen Scheiß. Aber das Geräusch, ich finde das irgendwie gruselig. Für dich. Stirb. Stirb mal. So. Och Mann, ich will hier doch nur ernten, du Arschloch. Autsch! Mann! Ich mal echt nicht in Ruhe mal ernten. So, das ist ganz schön stressig, muss ich sagen, aber es lohnt sich. Ich meine, das ist Nahrungsmittel. Nahrungsmittel lohnen sich hier immer. Wahrscheinlich die Hälfte nicht mal fertig, aber das ist mir jetzt egal. Ach, das sieht man an den Dingsbalken. Okay, da muss ich echt nicht alle abbauen. Ja, dann war das ein Fehler, dass ich jetzt alle abgebaut habe, aber scheiß drauf. Ich wusste es einfach eben nicht besser. Und besser ein bisschen als gar nichts. Kann er morgen nachpflanzen oder so. Obwohl, ich bleibe hier eh nicht. Ich bin nur so ein Dings. Okay. Ich habe genug, ich habe genug, ich habe genug. Jetzt hier rein. So, und hier hoch. Leiter abbauen. Kann hier keiner rein. So, jetzt bin ich sicher. Nervt zwar ein bisschen der Krach hier. Ich kann mich an. Oh Gott, nervt das. So, jetzt kann ich mich hier mal gerade einnisten. Nicht sehr lange, aber erstmal, ne? Samen habe ich jetzt genug. Kann ich mir meine eigene Farm bauen. Also war das gar nicht so schlecht, dass ich hier das alles abgebaut habe. Weizen. Jetzt einfach mal hier Brot erstellen. So, diese Pillen in dem Texturenpack. So, 8, 9, 9 Pillen, 9 Brot haben wir jetzt. 4 Fisch. Wir können ja gleich mal was essen. Schöne Sache. Sehr, sehr schön. Okay, wir können. Ich glaube, ich. Nee, die Kiste wäre mir zu teuer. Ich schmeiß das ganze Zeug, was ich jetzt nicht brauche. Schmeiß ich jetzt einfach mal hier hin. Eisenbahnbräu, nein, doch, das brauche ich Goldbahnbräu, ja. Ich schmeiß jetzt einfach hier runter, oder? In welche Richtung gehe ich denn? Die sieht am tollsten aus. So, schmeiße einfach hier runter. Zuckerrohr brauche ich jetzt nicht. Feuerstein brauche ich Feuerstein. Ach, die droppen die oft genug. Sandstein brauche ich nicht. Redstone, naja. Knochen, ja. Bratener Fisch, ja, natürlich. Okay, so viel Scheiße habe ich gar nicht im Inventar. Na gut. Ja, das war doch eine lange Folge heute, aber es hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ist schon geil hier. Gut, die baue ich nochmal kurz ab hier. Den Ofen und ich. So, dann bauen wir das hier auch noch ab. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Part. Und ja, dann bis dahin. Ciao. Lass knacken und so. Bis dann. Ciao.